Eine holde Maid ist in Gefahr. Oh mein Gott, hallo, zurück. Der NRW über 18 hier mit seinem nächsten Teil Let's Play Ghostbusters. Wir sind immer noch auf der Jagd nach dem Michelin-Männchen, wie ich es so gerne nenne. Und wir machen weiter. War das eine Manifestation von Gozer? Ja, vermutlich. Wäre möglich. Könnte sein. Wollen wir auf dem direkten Weg dahin oder lieber die landschaftlich schöne Strecke nehmen? Die Dame hat die Wahl. Da drüben ist eine Treppe. Los! Los! Als wenn ich das nicht vorher gewusst hätte. Oh ja, elegant unter Stress. Wie Amelia Earhart. Gefällt mir bei Frauen. Okay, Kumpel, wir beide erledigen das schnell und leise, bevor unser Wackeltyp da draußen rausfindet, was wir vorhaben. Was macht der da? Ich glaube, das ich hat er schon. Der Wackeltyp hat ziemlich gute Ohren, Ray. Flieh aus dem Gebäude. Das kann jetzt lustig werden. Da geht's immer noch gut weit hoch. Und da geht's gut weit runter. Oh mein Gott. Das so kommen wir hier bestimmt nicht raus. Naja, eine Sekunde lang war es ein guter Plan. Okay, mal sehen. Was hat man gemacht, bevor es Stufen gab? Leitern? Oder ist man nur von Stein zu Stein gesprungen? Dann gehen wir nach oben. Zum Dach. Das könnte ein bisschen dauern, Freunde. Wow. Na hallo auch. Der Marshmallow-Mann hat uns gesehen. Tempo, Tempo. Ja, ich kann nicht mehr als rennen. Oh Mann. Immer auf dem Mann Schädel hier. Nicht mehr lang, Kadett. So, ich glaube, wir sind da. Da lang. Tja, hilft ein bisschen. Los doch. Auf geht's. Das Dach zu verlassen. Nein, aber ich möchte das doch mal jetzt... Ach, egal. Ach, shit. Jetzt komm, erzähl dich nicht so. Über dir. Hey, Mann, sind das viele. Das hat wehgetan. Komm, jetzt in die Falle. Jawohl. Ey, was denn jetzt? Lauf! Ich möchte den Geist schon mitnehmen. Jetzt geh rein. Jawohl. So, jetzt seid ihr da hinten dran. Wenn ihr das schon wieder nicht auf die Reihe kriegt. Wo willst du denn wohl hin? Bewegung! Zang, da hab ich ihn schon. Jawohl! Und rein in die Falle! Ha! Das ja, war super. Hilft ein bisschen. So. Ach, guck mal, er hat auch eine Falle geschmissen. Und jetzt müssen wir einen Weg vom Dach finden. Ich meine, der einfachste wäre springen, aber... Oh. Nein! Irgendwie haben die es die ganze Zeit auf mich abgesehen. Kann das sein? Wo sind sie? Da. Los, weiter. Augen nach oben! Aber was denn jetzt? Irgendwie verwirrt mich das alles hier. Scheiße, scheiße, scheiße! Kleiner Drecksack. Moment! Komm ran hier! Das war bis Pittsburgh zu spielen. Höhe dich! Zieh dich nicht so! Zang, jetzt hab ich dich! Ich hab ihn! Na! Du hast ihn angeschlagen! Kabum, Loser! Ja? Mann, wieso ziert er sich so? Jedes Mal, wenn ich ihn fast hab. Willst du vielleicht Hilfe? Ja, es wäre nicht schlecht. Könnte Ärger bedeuten. So, was ist denn mit meinem hier? Hallo?
versorgt. Na, jetzt komm rüber hier. Ja? Genau. Und jetzt genau, mit drei Mann sind wir auf dem drauf. Und na endlich. Ich will keine Panik machen, aber wir haben den Marshmallow-Mann verloren. Starkes Signal. Toll. Wo sind die alle? Da hinten. Oh, Mahlzeit. Oh, boah. Leck mich. Triff ihn mit Bosonenpfeilen. Hab ich doch gerade gemacht. So wird das gemacht. Gute Arbeit, Leute. Ha, kostenlose Süßigkeiten für alle von der 54. bis zur 5th Avenue. Happy Thanksgiving. Happy da geht er hin, der böse Seemann bis ganz runter auf die... Ah, nicht ganz. Er hat's nicht geschafft. Hey, Ray, wenn dich drei Typen so groß wie dein Finger ein 30-stöckiges Haus runterwerfen würden und du wieder ganz hochklettern müsstest, um sie auseinanderzunehmen, wie sauer wärst du auf die Typen? Ich wäre verdammt sauer. Dazu kommt noch ein Zuckerrausch. Der riesige blau-weiße Typ, Mann, was auch immer, kommt schon wieder. Er klettert am Gebäude hoch. Überraschend, wie flink er ist. Man bedenke, dass er keine Knochen hat. Gute Nachrichten, wir haben den Supersperrer einsatzbereit und das Ecto 1 ist unterwegs. Könnt ihr den Marshmallow-Mann ein paar Minuten aufhalten? Wenn ein paar weniger als eine Minute heißt, dann ja. Hey, was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Na toll, wir fallen. Was ist denn jetzt, Mann? Ach toll, geile Zwischensequenz. Oh, ich könnte schon wieder kotzen hier. Freunde, ich muss ganz kurz Schluss machen. So, ich hoffe, jetzt läuft es besser. Ich habe gerade eben nur meine Festplatte gewechselt. Ich weiß auch nicht, was das soll immer. Besiege den Marshmallow-Mann. Alles klar, Sonnenschein. Bist du okay? Du bist festgeschnallt und wir haben dein Gürtel fest in der Hand. Da kommt er! Die Maximutter der Manifestation! Ein wütender Klumpen dicht gepackter Marshmallows! Oh Mann! Grill ihn, Häuptling! In vollem Strahl! Er hat recht, Zubi. Deine Gesundheitsversicherung beginnt erst in 89 Tagen. Noch mehr Minis. Ja, super. Ach, er verliert mal endlich. 19.000 Quadratmeter großen Marshmallow? Das ist unvorstellbar. Er kommt irgendwie immer näher. Nun komm! Bosonenpfeile sollten es tun. Ja, cool. Sieht sehr wütend aus. Denkst du nicht auch, Ray? Aber ist die Frage, ob ich ihn immer irgendwo besonders treffen muss. Ah, scheiße. Immer in dem Moment... Immer in dem Moment muss es abkühlen. Mach ihn mit deinen Bosonenpfeilen weich! Boah, ich glaube, das ist unser erster großer Endboss. Kann das sein? Du hast ihn in der Ecke, Kumpel! Ja, ja. Noch einen letzten, damit wir nach Hause können! Shit, 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 shit! Ja, 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 ja! Oh! Das war's? Das war mein Nachtisch. Der Punktestand lautet Geisterjäger 2, Goza der Gozaianer 0. Anscheinend bist du bereit für die Oberliga-Champ. Ray, Peter, sind in Position. Falle ist fertig. Wir sind bereit, den Marshmallow-Mann zu fangen. Wo ist er? Brauchst du nicht mehr. Er ist die weiße Pfütze, durch die du gerade fährst. Das Timing ist knapp daneben, Egan. Aber gut, dass die Falle wieder funktioniert. Oh, wir haben es geschafft. Oh Gott. Ich schätze, ich verdanke euch Jungs mein Leben. Sie ist sauber. Wie fühlen Sie sich? Ziemlich gut. Wenn man all die merkwürdigen Dinge außen vor lässt. Eigentlich ein ganz normal bescheuerter Tag im Büro. Hey, wissen Sie, ich vergesse nie ein Gesicht,
Wir haben uns schon mal getroffen. Im Sedgwick Hotel. Sie haben mich damals abserviert wie kalte Suppe. Mein Name ist Elissa. Dr. Elissa Selvin. Ich bin und Dr. Peter Venkman. Das ist Egan, Ray, Winston. Und ihn haben Sie getroffen. Die Geisterjäger. Waren Sie je zuvor in dieser Art von Quantentemporalriss-Ereignis verwickelt? Quanten was? Es heißt Lichtbogen, eine große Welle psychischer Energie. Ja, ich war im Museum. Eine Welle aus blauem Licht schoss durch das Gebäude. Und dann stand ich vor einem Zimmer in der 13. Etage eines alten Hotels. Das Sedgwick. Das Sedgwick hat keine 13. Etage. Es hat mich angezogen wie ein Magnet. Ich fühlte mich wie in einem Traum. Ich musste einfach hierher kommen. Hierher? Es ist mein Übergangsbüro, wenn ich in der Stadt bin. Ich wollte etwas nachschauen, nachdem ich aufwachte. Wir würden im Labor gern ein paar kurze Tests machen und Ihnen ein paar weitere Fragen stellen. Die erste wäre, gehen wir heute zum Thai oder zum Mexikaner? Wow, Dr. Venkman, das waren fast 45 Sekunden ohne eine Anmache von Ihnen. Wollen Sie das nächste Mal auf eine ganze Minute gehen? Ein Doktor. Und so feurig. Ein feuriger Doktor. Gefällt mir das? Ich liebe diese Story, die so am Rand läuft. Ich liebe sie einfach. Das macht das Spiel irgendwie aus. Ja, sorry, dass ich da eben kurz einschneiden musste, aber es hatte irgendwie mit Fraps nicht mehr so ganz funktioniert. Naja. Ich hoffe, da ist jetzt nicht viel verloren gegangen. Ja, genau, befrage Dr. Elissa. Wir können ein wenig abschalten. Wir können mal zur Ruhe kommen. Genau, das braucht man auch mal im Leben. Jetzt gehen wir erstmal ein bisschen duschen. So. Erstmal die Dusche an. La 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 la. Wie geil ist das denn? Geil wäre es gewesen, wenn er jetzt auch noch nass gewesen wäre. Was macht der Müll hier? Wo ist eigentlich unser Bett? 1, 2, 3, 4, 5. Doch, irgendwo muss hier unser Bett sein. Was ist das mit dem roten Telefon? Wieso blinkt das? Merkwürdig. Wir können hier leider mit nichts interagieren. Oh. Die Dusche ist noch an. Tja. Ach, guck mal, er steht da. Mit dem Anrufbeantworter können wir nicht mehr interagieren. Mit ihm auch nicht mehr. Och Mann. Kann ich hier gar nichts machen? Also, Sie wissen so viel über Gosa, weil... Weil ich Spezialistin für alte mesopotamische Kulturen und Architektur bin. Hauptsächlich sumerisch. Gosrianisch genauer gesagt. Ich bin als Gastkuratorin der Gosa-Ausstellung hier, die morgen im Museum für Naturgeschichte eröffnet wird. Ihnen ist bekannt, dass wir Erfahrung hatten mit Gosa. Ja, natürlich. Gosa war unterste Liga, bevor er uns traf. Eine Gottheit nur für Landeier. Wir haben ihn bekannt gemacht. Und wir bekamen keine Einladung zur Eröffnung. Ein Versehen, richtig? Damit habe ich nichts zu tun. Das, meine Herren, war mein Werk. Und ich versichere Ihnen, es war kein Versehen. Ach übrigens, ihr habt Besucher. Danke, Janine. Immer voll auf dem Posten. Walter Peck. Ich habe Sie ohne das Hinterteil des Bürgermeisters im Gesicht gar nicht erkannt. Okay, jetzt packt mal schön wieder alles weg. Entschuldigung, Dr. Selvin. Sind Sie in Ordnung? Ich glaube schon, aber mir macht die Ausstellung Sorgen. Machen Sie Scherze? Solche Schlagzeilen sind unbezahlbar. Die Gastkuratorin der Gosa-Ausstellung, vom Experten Peck empfohlen, wird in der Nacht vor der Eröffnung von Gosa selbst angegriffen. Bitte, sagen Sie mir, dass es Gosa war. Gosa manifestierte sich in einer bereits benutzten Form, dem allseits beliebten Marshmallow-Mann. Aber dieses Ereignis war schwächer als die erste Begegnung mit uns. Ha! Mehr brauche ich nicht, danke! Also, Jock, warum bringen Sie Dreck hierher? Oh, habe ich zur falschen Zeit gehustet? Hören Sie, es geht darum. Sie, Peck und Ihr Jungs werdet alle zusammenarbeiten. Oh nein. Was? Auf keinen Fall. Oh nein. Unmöglich.
Also, ihr hattet mindestens ein Dutzend städtische Aufträge für Gefängnisse, Gerichtsgebäude und Werften. Ihr wollt euer Geschäft erweitern, auch Aufträge vom Land und vom Staat kriegen. Ich bin dafür. Ihr wart eine große Unterstützung im Wahlkampf. Manche Leute sagen, sie wurden nur durch unsere Befürwortung gewählt. Irgendwie ja schon. Aber nach all dem Schaden, den ihr letztens angerichtet habt, will der Stadtrat, dass ihr mindestens 6 Monate lang genau beobachtet werdet. Wir schreiben doch immer Berichte. Zusätzliche Aufsicht ist unnötig. Echt lustig, Venkman. Sie waren schon immer mein Favorit. Also, hier kommt ihr alter Freund Peck ins Spiel. Er nervt und klebt an den Regeln. Ist mit anderen Worten perfekt für den Job. Er ist der neue Leiter von Peacock. Peacock? PCOC. Paranormal Contracts Oversight Commission. Als erste offizielle Aktion werde ich die Betriebslizenz von euch Clowns einziehen. Ganz ruhig, Peck. Beginnen Sie Ihre Untersuchung, wenn es denn sein muss. Nur halten Sie sie fürs Erste einfach unter Kontrolle und mein Büro informiert. Denken Sie daran, ohne die Geisterjäger haben auch Sie keinen Job. Ihr braucht einander. Ist doch eine wunderbar ironische Symmetrie, oder? Hey Mulligan, also echt. Bürgermeister Mulligan für Sie, Venkman. Also, verstehen wir uns? Das schützt uns alle. Ihr wollt mehr Regierungsaufträge, ich meine Umfragewerte halten, Peck seinen kleinen Machtbereich. Haltet euch einfach an die Spielregeln. Hey, wir alle bekommen, was wir wollen und der Stadtrat ist zufrieden. Morgen kommt Ihr großer Abend, Elissa. Ruhen Sie sich aus. Da wir jetzt alle Freunde sind, bekommen wir Einladungen zur Museumseröffnung? Wohl kaum. Wir sehen uns bald wieder. Garantiert. Sieht Peck nicht genau wie jemand aus, der versehentlich in den Strahl eines Boson-Kollidierers läuft? Ich sag ja nur, es könnte passieren. Geh zum Aktor 1, wenn du bereit bist. Wir könnten einen Besuch für nächsten Donnerstag vereinbaren. Zwischen 8 und 16 Uhr. Jenny ist einfach die Beste. Tut mir leid, das ist der früheste freie Termin, den wir haben. Die ist so geil. Alles klar, ich habe sie dafür eingetragen. Na, Slimer! Oh, es ist nicht nötig anzurufen, bevor sie hinkommen. Glauben Sie mir, sie werden es merken. Warum ist Slimer denn... Dann ist alles klar. Auf Wiedersehen. Warum ist Slimer böse? Das verstehe ich nicht. Na, egal. Interagieren. Ach, guck mal, da konnten wir jetzt auf einmal interagieren. So, wo könnten wir denn jetzt hier... Bauarbeitergeist. Eieieiei. Ektoplasma. Faulgeist. Dann hatten wir Hotelpagengeist. Kandelaberkrabbler. Na, die Marshmallow-Mann. Die habe ich gehasst wie sonst was. Operndiva-Geist. Eieiei, schwarzer Schleim. Slimer! Steht da vielleicht was? Nein, warte mal, zurück. Geist muss gefangen werden. Werfen, Ansturm, Protonen. Ray taufte diese Kreatur angeblich mit Absicht Slimer, nur um Peter damit zu ärgern, der diese Kreatur gegenüber immer noch äußerstes Misstrauen hegt. Manchmal wird sie auch als Kartoffel, Knubbel oder einfach als böser grüner Geist bezeichnet. Ganz gleich wie auch immer man sie genannt wird. Dieser Keo, was? Kefukus? Was? Gefukuste? Nicht terminale Wiederholungsphantasmus? Personifiziert die Völlerei und wird von allem Essbaren angelockt. Obwohl dieser... Na, also Vorsicht, wenn er hungrig ist. Wenn, ja, toll. Hilft mir jetzt nicht irgendwie wirklich weiter. So, wir haben 17.000. Das ist ganz schön viel. Bosonenstrahlimmunität. Her damit. Beim Abfeuern eines Sprengstrahls. Oh, her damit. Okay. Was haben wir jetzt hier noch? Ich glaube, wir können uns noch 5000, 8000, 5000. Blitzfalle. Beschleunigung der Geisterfallen. Einzugphase. Das wäre natürlich auch noch schön gewesen. Aber das alles erst im nächsten Teil. Ich finde, wir haben uns jetzt erstmal wieder schön gut ausgerüstet. Interagieren. Mit wem interagieren? Achso. So, also dann, Freunde. Dann... Ach, es ist schön, dass es mal wieder ruhiger geworden ist, ganz ehrlich. Machen wir hier Schluss und sehen uns dann, ja, Slimer ist gut, im nächsten Teil wieder hier bei The Ghostbusters. Also bis dahin, NRW über 18, adieu.